In unserem Projekt haben wir eine Nachrichtensendung gemacht. Wir behandeln unsere Erde nicht gut und das müssen wir schnellstens ändern. Dafür haben wir dieses Bild als Hintergrund gemalt. Wir haben ein paar Politiker des Saarlandes gefragt, die unsere Fragen beantwortet haben. Wir haben uns das Thema Naturkatastrophen ausgesucht. Wir wollten damit übermitteln, dass es echt ernst mit der Naturkatastrophe ist. Wir möchten anderen Kindern unser Projekt vorstellen, indem sie es spielen können, nämlich es ist ein Memory. Wir wollen mit unserem Projekt darstellen, was man ändern könnte, damit zum Beispiel nicht mehr so viel Plastik im Meer landet oder in der Natur. Dass man nicht mit dem Auto überall hinfahren muss, dass man so viel CO2 ausstoßt, sondern zum Beispiel mit dem Fahrrad fahren kann. Also unsere Gruppe hat als Projekt die Verschmutzung des Regenwaldes gemacht und die Abholzung. Wir haben ein Puzzle gemacht. Wir haben einmal die gute Seite und einmal die schlechte Seite. Also wir haben mit unserem Projekt viele verschiedene Themen aufgegriffen. Zum Beispiel, dass man Verpackungen spart oder wie man die verschmutzten Meere sauberer machen kann. Und auch die Tierhaltung. Und wir haben dann immer unser Problem und die Lösung gezeigt. Unsere Lehrer haben uns gefragt, ob wir bei dem Wettbewerb Raumschiff Erde mitmachen wollen. In unserem Projekt haben wir ein Musikstück aufgenommen, das wir mit Musikinstrumenten eingeübt haben. Und da haben wir dann den Text umgeschrieben und wir führen das Musikstück, das wir eingeübt haben, auf. Also wir pflanzen eine Blühwiese an, damit Bienen Futter kriegen. Und eine Studie hat halt gezeigt, dass viele Insekten aussterben. Und deshalb pflanzen wir auch die Blühwiese, damit die Insekten halt auch die Blüten bestäuben können. Wir machen in unserem Projekt was über Klima und wir haben verschiedene Gruppen und die haben verschiedene Themen. Lebensmittelverschwendung, Fleisch, Fisch, Massentierhaltung und Obst und Gemüse. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, bei dem Wettbewerb mitzumachen und heute waren wir auch noch bei der Tafel. Wir haben uns nach dem Aufruf von Matthias Maurer mit dem Thema Müll befasst, zum Beispiel Müllvermeidung oder Upcycling. Das hat uns auf die Idee gebracht, die Erde nachzubauen. Dazu haben wir aus Fundstücken und Müll die Erde gestaltet. Ein altes Wagenrad aus Eisen wurde als Rahmen benutzt, auf einem alten Brett montiert und mit Draht bespannt. Die Kontinente haben die Kinder mit Hilfe der Lehrkräfte aus leeren Tetrapacks im Drahtgeflecht befestigt. Uns war wichtig, eine Erde zu gestalten, der es gut geht. Danach haben wir eine ISS gebaut und diese am Wagenrad befestigt, um zu zeigen, wie Matthias Maurer die Erde sieht. Da wir die Ganztagsklasse sind, haben wir uns entschieden, einen Film über den Alltag zu machen. Wir werden in unserem Film Tipps für den Alltag zeigen, was wir tun können, um unsere Umwelt zu schützen. Zum Beispiel in der Schule, zu Hause oder im Supermarkt. Lieber Matthias, wir haben uns am Dienstag, den 3.5.2022 um 7.45 Uhr mit dem Fahrrad auf den Weg nach Kronisch gemacht. Wir haben gehört, dass dein Heimatwald stark vom Borkenkäfer befallen ist, darum wollten wir ihn aufforsten.
Wir wurden zur Holzmarkierung gebracht, wo wir zwischen Dornen und Sträuchern Stöcke wegräumten. Nun konnten wir Gatter aus Holz um die Markierungen mit den Forstarbeitern zusammen aufstellen. Da jetzt im Mai keine Pflanzzeit ist, fahren wir an unserem Wandertag im Herbst nochmal in den Kroniger Wald, um Bäume in den Gattern zu pflanzen. Damit in mehreren Jahren mindestens ein Baum pro Gatter groß wird, pflanzen wir 25 Bäume in ein Gatter. Unser Projekt heißt die Weltretter. Manche haben sich mit CO2 beschäftigt, manche mit Müll. Und wir wollten halt was für die Natur machen, also für den Tierschutz. Und das Sonnensystem hat uns auch interessiert. Wir haben im Internet recherchiert. Dann haben wir ein Atomkraftwerk gebaut. Wir haben viele Welten gebaut, die Erde gebaut. Eine Hälfte war orange, braun, rot. Da ist der Regenwald abgebrannt, abgeholzt worden. Und auf der anderen Seite gibt es noch ein bisschen Wald. Denn wenn wir weiter so abholzen, ist bald kein Stück Wald mehr da. Wir hoffen, dass das sehr viele Menschen sehen werden und endlich mal aufhören, den Müll in die Umwelt zu schmeißen und so viel CO2 mit ihren Autos ausstoßen. Wir wollen ja, dass es unserer Erde auch noch in ein paar Jahren gut geht. Weil wenn wir so weitermachen, dann wird es irgendwann nicht mehr schön sein.